أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Und zwar geht es weiter mit der Sira des Propheten صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Und heute sprechen wir inshallah ta'ala über eine der wichtigsten und bedeutendsten Schlachten bzw. Kriege zur Zeit des Propheten sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und diese Schlacht ist die Grabenschlacht, also die Schlacht Al-Khandaq. Und diese Schlacht wird auch die Parteien, oder heutzutage kennt man ja den Begriff, die Alliierten-Schlacht, also Al-Ahzab. Und Allah subhanahu wa ta'ala offenbarte auch eine Sura, Surat Al-Ahzab, in der er unter anderem über diese Schlacht geredet hat. Die Mekkaner haben ja mehrmals versucht, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu bekämpfen. Ja, wir hatten ja gehört, Ghazwat Badr, Ghazwat Uhud. Und sie haben aber gemerkt, alleine schaffen die es nicht. Also haben die Mekkaner sämtliche Stämme zusammengetrommelt, damit alle Stämme, alle arabischen Stämme, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam bekämpfen, also Medina angreifen. Eine andere Ansicht lautet, dass, oder eine Ansicht lautet hier noch dazu, dass auch die Medinenser, die jüdischen Medinenser von Bani Qurayza, auch die arabischen Stämme motiviert haben, Medina anzugreifen. Und ihnen sowohl finanziell geholfen haben, aber auch strategisch, indem sie ihnen eben die Infos gegeben haben, was gibt es in Medina, wo können sie stürmen und so weiter und so fort. Dieser Aspekt wird wichtig danach, nach der Ghazwa, nach der Schlacht von Al-Ahzab oder die Grabenschlacht Al-Khandaq, eben der Kriegszug nach Bani Qurayza. Andere sagen aber nein, die damaligen Juden von Bani Qurayza, die haben nicht die Mekkaner aufgefordert zu kämpfen, sondern als sie später mitbekommen haben, dass die Mekkaner und die arabischen Stämme sich zusammengetan haben, Medina anzugreifen, da erst haben sie mitgemacht. Also sicher ist, sie haben mitgemacht. Ja, also finanziell und strategisch. Aber die Frage ist nur, waren sie Drahtzieher dieser Schlacht oder sind sie erst später dazu gekommen? Aber in allen Fällen, was wichtig ist für das Verständnis nachher, ist, dass sie eben einen besonderen Anteil an dieser Schlacht hatten. Aber Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla hat die Muslime vor diesen Intrigen bewahrt. Also Al-Ahzab, die Parteien, also die arabischen Stämme, beziehungsweise Al-Khandaq, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam mitbekommen hat, und das hatten wir jetzt schon öfters erwähnt, dass zur damaligen Zeit, und das war gang und gäbe, jede Stadt, jedes Gebiet hatte Späher außerhalb der Stadt, also Leute, die beobachten, ob Gefahren auf die Stadt zukommen. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mitbekommen, dass die Mekkaner die anderen Stämme benachrichtigt haben und nun die Armee auf dem Weg nach Medina ist. Und da war nun die Frage, was ist die Lösung? Also wie soll man jetzt so eine Riesenarmee denn bekämpfen? Und
Einer der Sahaba, und zwar Salman al-Farisi, war ja Perser. Und in Persien, im damaligen Persien, gehörte es zu den Strategien im Krieg, Gräber zu graben. Das hatten die Araber so noch nicht gekannt. Also sie hatten, wenn sie gekämpft haben, wenn sie Kriege geführt haben, haben sie keine Gräber gegraben. Also war das eine ganz neue Kriegsstrategie. So hat Salman al-Farisi, radiallahu an, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam vorgeschlagen, vor Medina einen riesigen Graben zu graben, sodass die Mekkaner und ihre Verbündeten gar nicht erst nach Medina kommen. Also dieser Graben muss sehr weit sein und sehr tief sein, sodass keine Pferde drüber springen können. Wenn jemand drunter klettert, kommt er nicht mehr hoch. Ja, das heißt, es muss ein sehr, sehr tiefer und weiter Graben sein. Und Rasul sallallahu alaihi wasallam stimmte dieser Idee zu. Also haben die Sahaba mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen begonnen, einen Graben zu graben, einen Riesengraben zu graben. Wichtig ist zu wissen, dass in dieser Zeit eine Hungersnot war. Also es war Dürre, die Menschen hatten nicht genug zu essen. Und das heißt, diese zusätzliche Arbeit, die sie hatten, führte dazu natürlich, dass sie sehr, sehr erschöpft waren. Aber es ging ja kein Weg dran vorbei. Ansonsten würden ja die Mekkaner und die ganzen arabischen Stämme angreifen. Und dann wäre nach weltlichen strategischen Theorien, wäre es außen vorbei gewesen. Während des Grabens hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mitgegraben, mitgeholfen. Und das ist schon mal der erste Punkt, den wir hier uns näher betrachten wollen. Und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es sich nicht einfach gemütlich gemacht hat, macht ihr mal. Ich bin ja der Prophet, ich bin ja der Chef, also arbeitet ihr, ich schaue zu. Und das ist etwas Wichtiges. Wenn du eine Verantwortung trägst, wenn du eine bestimmte Stellung genießt, dann mach es dir nicht immer so gemütlich, sondern helfe, denn du bist Vorbild. Denn die Sahaba, wenn sie sehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam anpackt, werden sie umso mehr anpacken. Besonders, wie gesagt, da es eine Dürreperiode gab. So sehr, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Steine gebunden hat um seinen Bauch. Ja, sowas kennen wir ja nicht. Alhamdulillah, möge Allah unsere Gaben segnen. Also ich weiß nicht, wer von euch Schmerzen hatte vor Hunger. Unser einer hat vielleicht Schmerzen, weil er zu viel gegessen hat. Ja. Aber Rasul sallallahu alaihi wasallam hatte Schmerzen vor Hunger. Das bedeutet, du hungerst Tage. Also solche Schmerzen kriegst du nicht nach 2 Stunden Hunger, sondern wenn du wirklich Tage nichts gegessen hast, ja, dass du dann wirklich Schmerzen spürst. Und damit man diesen Schmerz nicht mehr spürt, das ist genauso bei den Kopfschmerzen, das kennen wir, ja, der ein oder andere macht das, ja, irgendwas binden und festdrücken, ja, damit am Kopf, damit die Kopfschmerzen so ein bisschen gelindert werden, auch wenn sie nicht ganz komplett weggehen. So, das heißt, dieser Druck, ja, den man dann macht, der führt dazu, dass es dann nicht mehr so sehr wehtut wie ohne. Und deswegen, und da hieß es sogar, dass Abu Bakr as-Siddiq und Umar ibn al-Khattab radiallahu anh, eines Tages mal rausgegangen sind und jeder von ihnen hatte einen Stein an seinem Bauch gebunden, ja, damit es umso mehr drückt eben, ja. Und der eine fragte den anderen, warum gehst du denn raus? Er hat gesagt, Hunger. Warum? Das heißt, er will sich bewegen, ja, damit er, also wenn er die ganze Zeit liegt, dann spürt er die Schmerzen mehr, also bewegt er sich lieber, anstatt da rumzuliegen, damit es nicht so sehr wehtut. Da fanden sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie fragten ihn, warum, was machst du denn jetzt um die Uhrzeit, wohin gehst du denn? Da sagt er, ich gehe raus, weil ich hungere. Und sie sahen, dass er 2 Steine gebunden hat, nicht nur einen.
Und das erklärt uns oder zeigt uns, wie Allah die Sahabe erzogen hat. Allah hätte die Sahabe erziehen können oder er hätte es bestimmen können, dass sie im Luxus leben, vom ersten Tag. Du bist Muslim, so ab jetzt gibt es Luxus. Du bekommst alles, was du willst. Aber wo bleibt dann die Prüfung? Da wird ja jeder mit aufs Boot. Jeder, der es ernst meint und der es auch nicht ernst meint. Das heißt, Allah prüfte die Sahabe mit diesen gewaltigen Prüfungen, dazu gehörte unter anderem der Hunger, damit eben nicht jeder zu dieser Gruppe gehört, damit nur eben the best of the best eben zu den Sahabe gehören, die geduldig sind, die wissen, dass dieses Leben eine Stätte der Prüfung ist. Weil leider gibt es einige Muslime, die sind überhaupt nicht bereit, geprüft zu werden von Allah subhanahu wa ta'ala. Die kleinste Prüfung, ob das eine Krankheit ist oder ein paar Probleme auf der Arbeit oder Allahu a'lam, und schon wackelt ihr Glaube. Möge Allah unser Glaube festigen. Warum ich und wieso passiert mir das und warum und dann geht es gut und Nicht nur das, sondern einige, ihnen geht es gut, aber nicht so gut wie den anderen und schon harpert's, ja, warum soll ich denn beten und warum soll ich denn, ja, mir geht es ja nicht so wie dem. Die Sahabe haben verstanden, was dieses Leben ist. Dieses Leben ist eine Prüfung. Je schwieriger die Prüfung, umso wertvoller dein Zeugnis. Die Abi-Prüfung ist nicht so wie ein Test in der dritten Klasse. Die Doktorarbeit ist nicht so, ist schwieriger als die Abi-Prüfung. Und so weiter. Das heißt, je wertvoller das Zeugnis, dein Abschluss, umso schwieriger die Prüfung. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man wird geprüft je nach Glaube. Das heißt, je stärker dein Glaube ist, umso stärker ist die Prüfung. Und deswegen sagte er auch, alaihi salatu wasallam, diejenigen, die am meisten geprüft werden, sind die Propheten, dann die danach, dann die danach. Also in der Rangstufe, im Glauben. Ar-Rasul alayhi salatu wassalam hat also mitgeholfen, diesen Graben zu graben. Und dabei hat er auch etwas vorgetragen, einige Gedichte oder einige Gedichtsverse. Er sagte, Allahumma inna la'aysha aishul akhira, faghfir lil ansari wal muhajira. Man muss sich das mal vorstellen. Man hungert gerade. Alle Feinde, die es gibt, sind im Anmarsch zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die graben da diesen Graben und sagen, oh Allah, das wahre Leben ist das Leben im Jenseits. Subhanallah. Die singen, das wahre Leben ist das Leben im Jenseits. Also vergibt den Ansar und den Muhajira, also den Muhajirun. Und das motiviert natürlich die Sahabe. Und das ist wichtig in der Erziehung oder egal wo du Vorbild bist, dass du es eben auch vormachst. Wenn du beten möchtest, Subh-Gebet, dass deine Kinder auch Subh-Gebet beten, dann bete du Subh-Gebet pünktlich. Das heißt, du musst es vorleben. Egal, was es ist im Leben. Und die Sahaba haben dann geantwortet, نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. Wir sind jene, die Muhammad versprochen haben oder den Eid abgelegt haben, solange wir leben zu kämpfen. Ja, also eben zu verteidigen. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam zu verteidigen. Sie werden ihn also nicht im Stich lassen. Ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Allahumma laula anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbit al-aqdama illa qaina innal ula qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: O Allah, wenn nicht du wärst, würden wir nicht zur Rechtleitung kommen.
und dann hätten wir nicht gespendet und nicht gebetet. So gebe uns die Ruhe auf uns, schicke uns die Ruhe auf uns hinab und lass unsere Füße standhaft, also gib uns Standhaftigkeit, wenn wir sie treffen, also die Feinde. Sie haben Unrecht, oder Barau alaina bedeutet, seht, ja, sie unterdrücken uns, oder bitte? Genau, sie möchten uns etwas Schlechtes antun. Und wenn sie uns in Versuchung bringen wollen, dann werden wir aber nicht in Versuchung geraten. Dann werden wir standhaft sein. Und dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, und das ist so eine typische Art bei arabischen Gedichten, dass du die letzten Wörter im Gedicht wiederholst. Der letzte Teil oder der letzte Vers heißt ja, وَإِنْ أَرَادُ فِتْنَةً أَبَيْنَا أَبَيْنَا أَبَيْنَا. Das ist so eine Art und Weise, wie man Gedichte aufträgt. Entweder nur ein Wort oder wirklich diesen letzten Vers, dass du ihn wiederholst. Ja? Und das ist ja bekannt, ja, dass solche Sprüche oder Lieder, wenn man so sagen kann, auch motivierend sind. Ja? Das ist ja auch bei Landwirten, Bauern kennt man das ja auch und so weiter und so fort. Oder bei der Armee, ja, kennt man das auch, glaube ich, eher bei den Amis, oder nicht? Aber auf jeden Fall zeigt das die Motivation, die da war. Und noch einmal, das war keine kleine Sache, das war nicht Quraysh kommt und kämpft. Es waren die Alliierten, also nicht heute die NATO, ja, aber sondern damals. Ja, die Alliierten, die sind auf dem Weg zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Während dem Graben, ja, während die Sahabe und der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Graben gegraben haben, gab es Wunder des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dazu gehörte, dass es einen riesigen Stein gab und sie konnten ihn nicht wegtragen. Und sie konnten ihn auch nicht zerstückeln, kaputt machen. Nun, warum lassen sie ihn nicht einfach so? Ja, vielleicht würde dann ein Pferd auf diesen Stein springen können und dann geht er weiter, Allahu a'lam. Das heißt, aus strategischen Gründen muss dieser Stein, dieser Felsen weg. Aber der war so fest im Boden, dass sie ihn nicht wegtragen konnten. Ja, die haben gebuddelt und gegraben, das Ding wollte nicht weg. Sie haben versucht, es kaputt zu hauen, es ging aber nicht. Also riefen sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also ging er hin und er schlug das erste Mal auf den Stein und sagte dabei: Tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Die Worte Allahs, deines Herrn, sind vollständig in ihrer Wahrheit und Gerechtigkeit. Niemand kann seine Worte ändern, also seine Bestimmung. Die Worte, also die Bestimmung Allahs kannst du nicht ändern. Aber auch die Worte Allahs, der Koran, kann auch niemand ändern. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Und er ist der Allhörende, der Allwissende. So ging ein Drittel vom Stein kaputt. Und dann schlug er noch einmal, عليه الصلاة والسلام, und sagte wieder: تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. La mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. So ging wieder ein Drittel kaputt von diesem Felsen. Und das dritte Mal wieder. Dabei sah Salman al-Farisi zu, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf diesen Felsen schlägt und wie er ihn zertrümmert. Und er sah immer so eine Art Blitz oder Licht oder sowas ähnliches. Und da fragte Salman radiallahu an den Propheten sallallahu alaihi wasallam, was ist das? Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hast du es gesehen? Da sagte er, ja. Da sagte er, Allah subhanahu wa ta'ala hat mir gezeigt, wie ihr Persien erobern werdet. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und das ist öfter passiert in der Biografie des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Genau in der Notsituation kommt die frohe Botschaft, dass es den Muslimen besser gehen wird.
dass also Allah Azza wa Jal sie unterstützen wird. Ja, und das ist natürlich eine Form, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Sahabe gefestigt hat. Ja, dass sie wissen, auch wenn jetzt eine schwierige Situation sie durchleben müssen, es wird besser durch die Erlaubnis Allahs subhanahu wa ta'ala. Also sagte er, dass beim ersten Schlag die Städte von Kisra ist der König Persiens gewesen, und beim zweiten Schlag von Kaisar ist der Kaiser von Rom, und beim dritten Mal der Al-Habasha. Ja, und alle drei Gebiete wurden ja eingenommen von den Muslimen. Also die Römer waren in Scham. Also es geht jetzt nicht um Rom, sondern das Römische Reich. Das Römische Reich zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam war ja in der Gegend Syrien und so weiter. Und das alles wurde ja nach dem Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt. Du musst nicht unbedingt selbst den Erfolg erleben, aber sei du jemand, der den ersten Stein gelegt hat, damit die nächsten Generationen die Erfolge ernten können. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam weder miterlebt, wie Persien eingenommen wird, noch wie Rom, also nicht Rom, sondern das Römische Reich dort in Ascham im Orient eingenommen wird, noch Al-Habasha oder Ägypten oder bis zu den Maghreb-Staaten hat ja der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht erlebt. Aber er hat die Generation erzogen, die eben den Islam verbreitet haben. Das war also ein Wunder des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also mehrere Männer können so einen Felsen nicht zerstören und einer kommt und macht ihn kaputt. Drei Schläge ist er kaputt. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam war ein starker Mensch. Also das war schon, aber trotzdem, also ich meine, wenn da mehrere Männer nicht in der Lage sind, so einen Felsen zu zerstören, ja, da kann einer so stark sein, wie er will. Es ist also ein Wunder des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass dieser Felsen zerstört wurde. Ich sagte ja bereits, es war eine Hungersnot, und man hat gemerkt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr hungrig ist, also wie alle anderen, er ist ja nicht der Einzige gewesen. Und Jabir radiallahu an berichtete, als er gesehen hat, während dem Ausgraben dieses Grabens, wollte er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Essen geben. Also ging er zu seiner Frau und er fragte sie, was haben wir denn? Dann haben sie gesagt, wir haben nur ein kleines Tierchen, ja, Ziege, Schaf, irgendetwas Kleines oder und ein bisschen Mehl. Also haben sie das geschlachtet und wollten sie ein bisschen Essen vorbereiten. Also wollte Jabir radiallahu anhu zum Propheten alaihi salam gehen. Da sagte seine Frau, bitte pass auf, nicht, dass du zu viele Leute einlädst. Also das Essen reicht nicht für Hunderte. Und da sagte er, ja, ich werde nur den Propheten sallallahu alaihi wasallam und eine kleine Gruppe einladen. Als er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und ihm das sagte, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, rief er laut, O ihr Leute hier im Graben, kommt, Jabir hat uns eingeladen. Da sagte er zu Jabir, wenn ihr den Topf nehmt, fangt erst an zu rühren, wenn ich da bin. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und ihr sollt das Brot erst dann, also den Teig kneten, wenn ich da bin. Dann kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam und er spuckte dann in den Topf und in den Teig. Und das ist natürlich der Segen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Speichel des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist ein Segen. Das glauben wir Muslime. Ja? Das heißt nicht, dass der Speichel von jedem Menschen ein Segen ist, ja, sondern es geht hier um den Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und das ist eine
Sache, mit der man Segen verlangt oder erbittet. Diese Sachen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber heute haben wir gar nichts mehr vom Propheten alaihi salatu wasallam. Ich meine, keine Utensilien mehr. Und dieses angebliche Herrschen, das Haar, das können wir auch nicht zurückverfolgen. Ja, dann kommen die mit so irgendeinem Blatt und 1000 Stempeln. Guck mal, also wir haben doch, wir Muslime haben die Hadith-Wissenschaft. Und da geht es nicht darum, dass irgendein Kalif einen Stempel drauf gemacht hat oder Allahu a'lam, so funktioniert das nicht. Sondern wir brauchen eine Überlieferungskette, wir brauchen, dass sie ununterbrochen ist, dass wir wissen, wer sind diese Tradenten, die Überlieferer und so weiter. Aber einige lassen sich dann in die Irre führen, hier, guck mal, wir haben 20 Stempel drauf. Werden Ahadith so überliefert mit der Anzahl der Stempel? Das reicht nicht. Sondern Ahadith werden überliefert, indem wir die Biografien der einzelnen Überlieferer prüfen, also die Hadith-Wissenschaftler. Und deswegen können wir heutzutage nichts an Utensilien bestätigen. Weder das Schwert noch irgendwie was anderes, Helm des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Turban. Ich weiß, es gibt in einigen Museen, ich glaube in der Türkei, diese Sachen. Das mag vielleicht sein, aber wir können es nicht bestätigen, sodass wir dann es berühren und den Segen dann verlangen. Das ist nicht erlaubt. Wäre es hundertprozentig authentisch, okay. Aber wenn es nicht hundertprozentig ist, dürfen wir es nicht benutzen, um den Segen zu suchen. Sondern dann bittest du Allah subhanahu wa ta'ala. Also kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam und rührte ja, und knetete mit den Teig. Und dann haben die Leute gegessen und da sagte Jabir, es waren 1000 Mann, die gegessen haben. 1000 Mann haben gegessen von einem Topf und ein bisschen Mehl. Und er sagte, und ich schwöre bei Allah, sie haben gegessen und übrig gelassen, so wie wir es geholt haben. Also 1000 Leute haben davon gegessen und der Topf war voll und der Teig war immer noch da. Und das ist ein Wunder des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Diese Sachen sind natürlich für uns Muslime eine klare Angelegenheit. Die Nicht-Muslime, also die nicht an Allah azza wa jalla glauben oder nicht an den Propheten sallallahu alaihi wa sallam glauben oder jene, die nicht an die Sunna glauben, sind ja auch keine Muslime, auch wenn sie behaupten, sie seien Muslime. Diejenigen, die nicht an die Sunna glauben, denen sagen wir, gab es denn irgendein Nicht-Muslim, der gesagt hat, nein, das stimmt nicht? Zur damaligen Zeit, ach, was für eine erfundene Geschichte, weil diese Sache wurde ja dann verbreitet. Das war ja kein Geheimnis, niemandem sagen. Das wurde ja verbreitet. Das heißt, es war eine Sache, die mehrere Leute bestätigt haben, nicht nur einer. Das hat nicht nur Jabir, radiallahu anhu, erlebt. Sondern sämtliche Sahabe, das heißt, diese Sache hat sich verbreitet. Und deswegen auch rational, logischerweise, können wir verstehen, dass das eine Tatsache ist. So, ansonsten gäbe es ja die Leute, die gesagt haben, das stimmt doch gar nicht. Die haben überhaupt nicht gegessen, diese Leute. Aber wir Muslime, Alhamdulillah, wir brauchen das nicht. Al-Hadith ist authentisch, Alhamdulillah, das reicht. Und dieser Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Also authentischer geht es ja gar nicht mehr. Nun haben wir gesagt, haben die Sahabe und der Prophet a.s. den Graben gegraben. Ja, und die Mekkaner waren ja auf dem Weg nach Medina und auf einmal finden sie ein Riesengraben. Sie wollten rüberspringen, das geht nicht, der war zu weit, dieser Graben. Mit dem Pferden springen geht auch nicht. Runterklettern, die Muslime standen ja da, also mit Pfeil und Bogen. Also das wäre ja, also sobald sie rüberspringen oder runterklettern, sind die Muslime da und werden sie beschießen mit den Pfeilen. Und was auch passiert ist, das heißt, die Mushrikun haben versucht, irgendwie rüberzukommen, aber jedes Mal, wenn sie gekommen sind und versucht haben, runterzuklettern oder so, haben die Muslime sie beschossen mit den Pfeilen. Also
haben sie sich wieder zurückgezogen vor dem Graben. Eines Tages haben die Muschrikun den ganzen Tag versucht, diesen Graben zu überqueren, sodass die Muslime den ganzen Tag beschäftigt waren, sie mit den Pfeilen zu beschießen. So sehr, dass sie nicht Salatul Asr beten konnten. Und da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Dua gegen diese Muschrikin gemacht, ja, indem er gesagt hat, möge Allah subhanahu wa ta'ala also sie mit der Hölle bestrafen. Sie haben uns gehindert am mittleren Gebet. As-Salat al-Wusta. Und das Salat al-Wusta, deswegen sagen einige Gelehrte, Salat al-Wusta ist also al-Asr. Ja, sie belegen das unter anderem mit diesem Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Gebet, das mittlere Gebet, genannt hat. Es gibt noch andere Ansichten, aber ich denke, es waren die Mehrheit der Gelehrten, die tatsächlich sagen, Salat al-Asr ist as-Salat al-Wusta. Und was ist so besonders daran? Allah azza wa jal erwähnte das. Hafidhu ala salawati wa salatul wusta. Also bewahrt, also passt auf, betet, verrichtet die Gebete und das mittlere Gebet. Und das zeigt natürlich, wie wichtig Salatul Asr ist. Und deswegen, Ar-Rasul alayhi salatu wassalam sagt in einem Hadith, wer Salatul Asr nicht betet, dessen Taten werden vernichtet, möge Allah uns davor bewahren. Ja? Warum wird Salatul Asr und in anderen Ahadith auch Salatul Dhuhr so sehr hervorgehoben? Weil das genau mitten am Tag ist. Das heißt, die Menschen sind beschäftigt mit ihrer Arbeit. Ja, und deswegen, es gibt ja viele, leider, oder einige, die beten alle Gebete abends nach der Arbeit. Ja, nach der Arbeit, Maghrib und Isha, besonders wenn es später ist, da hast du mehr Zeit. Subh ist vor der Arbeit. So, aber das Problem ist, dass du die Arbeit stehen lässt und betest. Das ist für viele nicht einfach. Also wurde das Gebet noch einmal hervorgehoben. Also achtet darauf, nicht dass ihr aufgrund der Arbeit nicht betet. Ja, und deswegen warnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer das Asr-Gebet nicht betet, dessen gute Taten sind vernichtet. Ja, das heißt, er wird den Lohn nicht dafür bekommen. Und deswegen müssen wir darauf achten, Salatul Asr musst du beten, bevor die Sonne untergeht, und zwar ungefähr eine Viertelstunde davor. Also ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten vor Sonnenuntergang musst du bereits Salatul Asr gebetet haben. Ja. Und das ging nun mehrere Tage, über 20 Tage so, dass die Mekkaner dort ihre Zelte aufgeschlagen haben und so weiter. Und sie wollten, also sie haben jeden Tag versucht, die Muslime anzugreifen. Aber die Muslime waren dort und haben sie immer verscheucht, eben durch diese Bogenschützen. Und dann kam ein Sturm auf, Sturm und Kälte. Das bedeutet, die ganzen Zelte wurden verwüstet, also so ein Sturm und so eine Kälte, sodass sie nicht mehr dort bleiben konnte. Die mussten weg, es ging nicht mehr. So ein Sturm, der hat sie weggefegt. Und damit haben sie sich zurückgezogen, die Mekkaner. Und so sagte auch Allah subhanahu wa ta'ala, und Allah azza wa jal hat den Gläubigen den Kampf erspart. Also, es gab keinen Krieg in dem Sinne, dass es eine gewaltige Schlacht gab, sondern nur das, nur ein paar Mal mit den Pfeilen auf sie losschießen und das war's. Aber es gab keine direkte Konfrontation und das war natürlich eine Gnade Allahs, tabaraka wa ta'ala. Als nun dieser Sturm kam und es war klar, dass diese Mekkaner nicht dort bleiben konnten, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer geht und bringt mir Nachrichten über sie? Wer geht und bringt mir Nachrichten über die Muschrikun?
Und keiner hat sich bewegt von den Sahaben. Keiner hat sich bewegt von den Sahaben. Und da fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein zweites Mal, wer geht und holt mir Nachrichten? Und da hat sich wieder keiner bewegt von den Sahaba, radiallahu anhu. Warum? Noch einmal, sie waren erschöpft, sie waren hungrig. Es waren fast ein Monat, also die Grabenschlacht an sich war fast ein Monat. Und dann das Graben des Grabens vorher war lange, das war ja nicht mit einem Bagger. Das heißt, sie waren erschöpft und so weiter und so fort. Und das zeigt, die Sahaba waren Menschen. Und trotzdem waren sie besonders, weil sie trotz ihrer Menschlichkeit so viel Einsatz gezeigt haben. Aber manchmal waren sie auch müde. Das kann ja sein, wenn du kaputt bist, du bist erschöpft, kannst keine zwei Schritte mehr machen. Und dann sagt man, geh mal, also kletter runter den Graben, geh, kletter wieder hoch den Graben, geh und guck. Ja, die waren erschöpft, deswegen hat sich keiner gemeldet. Und dann fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam nochmal, wer geht und gibt, also holt mir eine Nachricht oder die Infos über die Mushrikin. Und dann hat sich wieder keiner gemeldet. Und da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Hudhaifa, geh und hol uns die Nachricht. Da sagte er, da hatte ich keine andere Wahl. Das war's jetzt. Also das ist ja ein Befehl jetzt. Das andere war ja freiwillig. Hat er nicht gesagt, geht. Wer geht, wer will also? Das war freiwillig. Da haben sich die Sahaba das eben ausgesucht. Ich muss ja nicht. Aber als nun der Befehl kam des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist eben Hudhaifa radiallahu an hingegangen. Wobei der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, aber, also wenn du dorthin gehst, achte darauf, dass sie nicht auf uns stürzen. Also was heißt das? Provozier nichts. Du sollst einfach nur hingehen und gucken, ob sie doch da sind oder gegangen sind. Denn wir wollen gar nicht diese Konfrontation. Ja, wir wollen, dass sie ja gehen. Also sagte Hudhaifa radiallahu an, so ging ich. Und ich fand Abu Sufyan, wie er sich aufwärmte und saß, und ich hätte ihn mit einem Pfeil töten können. Der war genau im Visier. Ich hatte freie Bahn. Aber da erinnerte ich mich an die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ich soll sie nicht provozieren. Stell dir mal vor, er hätte ihn getötet, dann viel Spaß. Dann hätten die noch einmal einen Grund, dass sie wieder zurückkehren und jetzt sagen, jetzt bleiben wir die nächsten 10 Jahre hier. Hauptsache, wir nehmen Rache für Abu Sufyan. Abu Sufyan war ja nicht irgendjemand. Er war ja der Stammesoberhaupt oder das Stammesoberhaupt, nachdem ja Abu Jahl und so weiter in Ghazwat Badr gestorben sind. Und hier sehen wir, subhanallah, wem Allah Gutes will. Abu Sufyan, damals noch ein Mushrik, und er hätte schon oft sterben können, aber Allah Azza wa Jal wollte, dass er Muslim wird. Subhanallah. Das ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, dass du an Allah glauben darfst. Dass du Muslim sein darfst. Deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns weiterhin als Muslime leben lässt und uns als Muslime sterben lässt. Sekunde gerade. Genau, und damit hat sich dann die Schlacht erledigt, die Mushrikin sind zurück, walhamdulillah, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist unversehrt zurück mit den Sahaba nach Medina. Als er nun in Medina ankam, kam Jibril alaihi salam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das hatte ich nicht erwähnt. Und die Sahaba waren ja, die Engel waren ja auch dabei bei dieser Schlacht. Das heißt, die Engel sorgten auch für den Schutz der Sahaba. Auf jeden Fall, als Rasul a.s. zurückkam,
sagte Jibril, hast du denn dein Schwert wieder hingelegt und die Pferde wieder in den Stall gebracht? Wir aber noch nicht. Wir Engel, wir sind noch nicht fertig. Sondern geh zu dem Volk Bani Qurayza, dem jüdischen Stamm in Medina. Warum? Ich sagte ja bereits, dass Bani Qurayza entweder haben sie angestiftet, dass die Mekkaner überhaupt sich zusammentun mit den arabischen Stämmen. Wenn das nicht so war, egal. Sicher ist, sie haben die Mekkaner unterstützt, finanziell bei diesem Krieg, aber auch strategisch. Also Al-Madina war ja die Stadt und vorher war dieser Graben. Und die Bani Qurayza, sie waren hinten. So, und Rasul a.s., als er nach Medina kam, hatte ja eine Verabredung mit den Juden damals dort. Ja? Ihr dürft leben, ja? Ihr bleibt Juden, ihr dürft hier leben, friedlich, ihr habt eure Rechte, aber bitte greift uns nicht an und verbündet euch nicht mit unseren Feinden. Das war die Abmachung. Und ich meine, das ist ja wohl in jedem Land so. Du willst in einem Land leben, du darfst dieses Land weder angreifen, noch dich verbünden mit den Feinden, oder nicht? Also das ist ja auf der ganzen Welt so. Sie aber haben alles daran gesetzt, um die Medinenser auszulöschen. Das heißt, die Juden aus Bani Qurayza wollten, dass die Mekkaner von vorne kommen und sie von hinten und keinen mehr am Leben lassen. Kein Mann, keine Frau, kein Kind, niemanden. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat es mitbekommen, dass Bani Qurayza eben das getan hat und so weiter und so fort. Aber er wollte nochmal sicher gehen, also schickte er einige Sahaba, um herauszufinden, ob das stimmt. Und dieser Punkt zuerst zeigt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie nicht bekämpft hat, nur weil sie Juden sind. Weil, das müssen wir wissen, liebe Geschwister, dieser Punkt, Bani Qurayza, ist mit Abstand der größte Angriffspunkt der Islamkritiker. Das ist bei denen A und O. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat die Juden umgebracht. Das ist immer und immer wieder, besonders bei Talkshows und so weiter, hört man das manchmal oder auch in Artikeln und so. Oh, Muhammad hat die Juden umgebracht. Und deswegen müssen wir das verstehen. Bani Qurayza, wir haben ja schon mal einige jüdische Stämme durchgenommen, oder nicht? Bani al-Mustaliq, Bani Qaynuqa, die wurden ja vertrieben, oder nicht? Warum wurden die vertrieben? Die wollten zwar etwas tun, haben es aber nicht getan. Guckt mal, wie gerecht der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist. Wäre es so, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einfach so, das sind Ungläubige, schlachtet sie ab, ja, so wie man das Bild zeigen will über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, da wartet er doch nicht 5 Jahre, bis er die Juden umbringt. Hätte er doch zu Beginn, oder nicht? So, ja, wir sind in Medina, so, auf geht's, alle Juden umbringen. Hat aber nicht getan. Er hat sie leben lassen, ihnen Rechte gegeben, er hat sie überhaupt nicht unterdrückt, alaihi salatu wassalam. Als der erste Stamm, Bani Qaynuqa, versucht hat, als sie gesagt haben, wenn wir könnten, dann würden wir euch bekämpfen. Ah, okay, jetzt ist eine Gefahr. Da ist jemand, der sagt, wenn ich kann, werde ich dich bekämpfen. Sagst du ihm, alles klar, setz dich hin, viel Spaß noch, wart noch ab. Oder sagst du, bitte, also willst du mich bekämpfen? Ja, ja, hör mal zu. Jetzt seid doch mal, besinn dich doch. Na, sobald ich dich töten kann, ich bring dich um. Dann sagst du ihm, okay, dann tschüss, oder nicht? So, die anderen, die wollten ja auch den Propheten sallallahu alaihi wasallam töten. Haben sie es getan? Sie haben es nicht getan. Also sagte er ihnen, tut mir leid, tschüss. Bani Qurayza wollten nicht nur, sie haben aktiv teilgenommen. Und deswegen, als Bani Qurayza gesagt hat, ja bitte dürfen wir auch verschwinden, so wie die anderen, hat er gesagt, nein. Ihr habt mehr getan. Ist das nicht Gerechtigkeit?
Das heißt, er hat nicht die Juden einfach so drauf los umgebracht, sonst hätte er ja die anderen beiden Stämme auch getötet. Hat er das getan, hat er nicht getan. Und er hat sie nicht am ersten Tag vertrieben oder ohne Grund. Die wollten ihn umbringen. Haben sie es getan? Gab es eine Aktion? Gab es Schritte? Nein, noch nicht. Okay, ihr habt noch nichts getan. Ihr wolltet zwar, ihr habt noch nichts getan, dann tschüss. Die anderen Bani Qurayza, die haben begonnen. Die haben begonnen, die haben finanziert, das heißt, die haben diesen Krieg mitfinanziert und sie haben darauf gewartet, dass die Mekkaner stürmen, dass sie auch in Medina reingehen und die Muslime töten. Als nun die Bestätigung und trotzdem, also Rasul sallallahu alaihi wasallam wollte nochmal auf Nummer sicher gehen, ist das so wirklich, ist das wirklich passiert? Als die Bestätigung kam, ja. Die haben finanziert, die haben sich vorbereitet, die Soldaten waren schon alle bereit, die haben nur darauf gewartet. Dann hat Rasul sallallahu alaihi wasallam eben gesagt, okay, wir müssen jetzt nach Bani Qurayza, zu diesem Stamm. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den Sahaba, betet al-Asr erst in Bani Qurayza. Was heißt das? Betet al-Asr erst. Also macht euch auf sofort nach Bani Qurayza. Auf dem Weg zu Bani Qurayza ist Asr eingetreten. Einige Sahaba sagten, wir müssen jetzt beten. Die anderen sagten, nein, Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, wir sollen erst Asr in Bani Qurayza beten. Wir sind noch nicht in Bani Qurayza. Da sagten die anderen, ja, Rasul sallallahu alaihi wasallam meinte doch nur, wir sollen schnell machen, dass wir zum Asr in Bani Qurayza sind. Als sie danach den Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt haben, wer hat nun recht? Einige haben gebetet, die anderen haben gewartet, bis sie in Bani Qurayza waren. Da hat er beide bestätigt. Also er hat weder gesagt, die liegen falsch oder die liegen richtig, sondern er hat beide bestätigt. Und das zeigt, wenn Menschen, die Wissen haben, die Sahaba hatten Wissen, wenn Menschen, die Wissen haben, ein Hadith oder eine Ayah hören und sie strengen sich an, diese Ayah und den Hadith richtig zu deuten, dann sind beide belohnt. Die Wahrheit wird nur eine sein, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht darum, beide haben sich angestrengt, richtig zu liegen. Sie haben nicht ihrer eigenen Neigung, sie sind nicht ihrer eigenen Neigung gefolgt. Also werden sie belohnt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Richter oder der Hakim, also derjenige, der Urteile fällt, richtig liegt, wird er zweifach belohnt. Und wenn er sich anstrengt und falsch liegt, wird er einfach belohnt. Also in allen Fällen wird er belohnt. Also gingen sie zu Bani Qurayza und haben diese Festung der Juden damals umzingelt, also sie haben sie belagert und das ging auch mehrere Tage so, bis die Juden von Bani Qurayza aufgegeben haben. Sie haben natürlich versucht, dass sie so wie die anderen jüdischen Stämme einfach Bani Qurayza verlassen, aber das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht erlaubt, wie gesagt, weil sie aktiv an der Bekämpfung Medinas teilgenommen haben und nicht nur Überlegungen angestellt haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder die Juden von Bani Qurayza haben dann gesagt, wir möchten aber, dass wir aussuchen, wer über uns urteilt. Und das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Erstmal müsst ihr euch merken, warum gab es diesen Feldzug nach Bani Qurayza. Sie haben aktiv an der Unterstützung der Feinde Medinas teilgenommen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, und sie waren bereit zu kämpfen. Das heißt, sie haben sich bewaffnet und so weiter, alles vorbereitet. Deswegen wollte ja der Prophet das sehen. Also, alayhi salatu wassalam, war es ja nicht so, es gibt die Armee, also Soldaten und Zivilisten. Das muss man auch verstehen. Heutzutage gibt es Zivilisten und es gibt Soldaten. Was die Soldaten machen, bekommen wir ja nicht mit.
Oder siehst du das, wie die Waffen gebaut werden und so weiter? Du als Zivilist bekommst nichts mit. Aber damals in den Städten, wenn Krieg ist, dann bekommt es die ganze Stadt mit. Der schmiedet, der macht das, die anderen machen dies. Die ganze Stadt ist am Arbeiten. Ist das klar? Das heißt, wenn du in eine Stadt gehst, da merkst du, ey, die bereiten sich gerade auf den Krieg vor. Ist das klar? Das heißt, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, das wollte er herausfinden. Geht hin und guckt, sieht diese Stadt jetzt aus im Kriegszustand? Normalerweise sollten sie ja keinen Krieg führen. Die sollten einfach nur ihr Leben leben. Die mussten ja nicht mal, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat sie ja nicht mal eingezogen, um mit ihm zu kämpfen, weil nur Muslime durften mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam kämpfen. Was war mit den Nicht-Muslimen? Schön zurücklehnen, trinken Kaffee und Kuchen. Das machen wir. Das heißt, die mussten eigentlich gar nichts machen. Aber nein, im Gegenteil, es war sichtbar, Pferde wurden, wie nennt man das, wenn so ein Sattel drauf, aufgerüstet und so weiter und so fort. Ja, könnt ihr das euch vorstellen? Ja? Also, dass eben die Stadt in Alarmbereitschaft ist. Khair, inshallah, warum Alarmbereitschaft? Was ist denn los? Ja, sie wollten in Medina oder Medina stürmen. Also, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam das mitbekommen hat, und gesagt hat, so, jetzt müssen wir dorthin. Da haben die Juden gesagt, wir würden gerne selbst aussuchen, wer jetzt urteilt. Also haben sie jemanden ausgesucht, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn vorgeschlagen, ein Verbündeter von ihnen, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina kam, und das war Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu. Sa'd ibn Mu'adh ist von dem Stamm Al-Aus. Und dieser Stamm war Verbündeter mit Bani Qurayza. Die haben sich gefreut. Gesagt, super, Sa'd, der soll das machen. Also hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, so, bitteschön Sa'd, dein Urteil bitte. Hier noch einmal, das wollte ich sagen, der wichtige Punkt, den wir uns merken. Nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat geurteilt. Ist das klar? Also Rasul sallallahu alaihi wasallam ist nicht gekommen und hat gesagt, so, ihr werdet jetzt alle umgebracht. Sie wurden getötet, ja? Also es geht nicht darum, dass sie nicht getötet wurden. Es geht aber darum, wer hat das entschieden und in welcher Situation. Also haben sie gesagt, ja, mit Sa'd sind wir zufrieden. Was er urteilt, das wird gemacht. Was er urteilt, wird gemacht. Seid euch sicher? Ja, wir sind uns sicher. Bitte schön, Sa'd. Was sagst du? Sa'd sagte dann etwas, aber bevor ich das erwähne, Sa'd war Verbündeter von Bani Qurayza, er kannte die Juden. Und er kannte auch, dass die Juden die Tora haben. Also hat er das Urteil genommen, das in der Tora steht. Und das lese ich euch jetzt mal vor. Und zwar ist es das Buch Deuteronomium. Alhamdulillah, dass wir den Koran haben. Kapitel 20. Und zwar Vers oder Abschnitt oder wie man das auch nennt. Ich habe keine Ahnung mit der Tora. 13 oder schon 10. Wenn du vor einer Stadt ziehst, um sie anzugreifen, dann sollst du ihr zunächst eine friedliche Einigung vorschlagen. Rasul sallallahu alaihi wasallam kam gar nicht, um anzugreifen, als er in Medina war. Als er in Medina war, das ist jetzt die Tora, also das ist das Evangelium, aber das ist jetzt der letzte Teil vom Alten Testament oder sowas ähnliches. Ich bin kein Pfarrer, ja, auf jeden Fall, wer mehr wissen will, der soll selbst gucken. Auf jeden Fall, Rasul alaihi salatu wasallam sagt, als er nach Medina kam, er kam ja nicht, um zu kämpfen. Und er hat ihnen einen Friedensvertrag mit ihnen ausgemacht. Ihr dürft leben. So. Also, wenn du vor eine Stadt ziehst, um sie anzugreifen, dann sollst du ihr zunächst eine friedliche Einigung vorschlagen. Nimmt sie die friedliche Einigung an und öffnet dir die Tore, dann soll die gesamte Bevölkerung, die du dort vorfindest, zum Frondienst verpflichtet und dir untertan sein. Und jetzt?
lehnt sie eine friedliche Einigung mit dir ab. Das ist nicht Koran, ja? Nur so zur Info. Lehnt sie eine friedliche Einigung mit dir ab und will sich mit dir im Kampf messen, dann darfst du sie belagern. Wenn der Herr, dein Gott, sie in deine Gewalt gibt, sollst du alle männlichen Personen mit scharfem Schwert erschlagen. Die Frauen aber, die Kinder und Greise, das Vieh und alles, was sich sonst in der Stadt befindet, alles, was sich darin plündern lässt, darfst du dir als Beute nehmen. Was du bei deinen Feinden geplündert hast, darfst du verzehren, denn der Herr, dein Gott, hat es dir geschenkt. Sa'd hat gesagt, das ist euer Urteil. Seid ihr Juden oder nicht? Ihr seid Juden. Ich meine nicht ihr Brüder, Leiberg, willkommen. Ich meine, ja, also er hat es nicht so gesagt, aber es war also diese Bedeutung. Sa'd hat gesagt, okay, ich soll urteilen, bitteschön, machen wir mal die Tora auf. Was steht in der Tora? Die Krieger werden getötet. Punkt, aus, Ende, Schluss. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, du hast geurteilt mit dem Urteil Allahs. Das ist also auch das Urteil, das Allah dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben hat. Das bedeutet also, was wurde getan? Alle Soldaten wurden getötet. Jetzt noch einmal zurück, damit wir wissen, alle Soldaten. Damals gab es keine Zivilisten. Außer wer ist Zivilist? Frauen, Ältere, Kinder. Weil einige wollen den Propheten sallallahu alaihi wasallam beurteilen nach heutigem Maßstab. Wie, die ganze Stadt wurde getötet? Ja, was mit den ganzen Zivilisten? Hallo, wir leben nicht im Jahr 2022 jetzt, in dieser Situation, sondern im Jahr, wann? 500 irgendwas? 600? Ja, ich meine Miladi, also nach Christus. Da gab es keine Berufsarmee oder so. Jeder, der die Pubertät erreicht hat, also ein Schwert halten kann, war Soldat. Jeder hat das trainiert, oder nicht? Das war doch im Mittelalter nicht anders. Jeder Mensch, der ein bestimmtes, also die Pubertät erreicht, also der kann ein Schwert tragen, der fällt nicht gleich um, wird trainiert, oder nicht? Jeder hat Schwertkampf trainiert früher. Das bedeutet, jeder, der die Pubertät erreicht hat, ist ein Soldat. Und nach der Tora sollen alle männlichen Kämpfer getötet werden. Die Anzahl nun, da sind sich die Historiker, also die Islamwissenschaftler, nicht einig. Einige sagen 400, die anderen sagen 800 oder 900. Die Anzahl ist auch uninteressant. Ja? Es geht jetzt hier, war der Prophet sallallahu alaihi wasallam jemand, der Menschen einfach so getötet hat? War es ein ungerechter Feldherr oder war es ein barmherziger Prophet, wie Allah sagte, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, und wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die ganze Welt entsandt. Wie kann er barmherzig sein, wenn er 400 Juden tötet? Noch einmal. Diese Frage müssen wir anders formulieren. So, natürlich, wenn du die Leute emotional erreichen willst, dann wird jeder normale Mensch sagen, das geht doch gar nicht. Aber formulier mal den Satz um. Kann er 400 Soldaten töten, die gerade in Bereitschaft waren, Medina anzugreifen, zur damaligen Zeit? Da sieht die Sache schon ganz anders aus, wenn du es so formulierst. Die Frauen und die Kinder wurden verschont. Es gab nur eine Frau, die hat jemanden getötet, die wurde auch getötet. Aber ansonsten wurden die Frauen verschont und die Kinder verschont, nur diejenigen, die eben Soldaten waren. Und das waren um die 400 oder 800, die Zahl ist da jetzt variierend. Ja. Dafür müssen wir Muslime uns nicht schämen. Das ist der springende Punkt. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies getan hat. Er hat es nicht getan, weil es Juden waren. Es ging nicht um das Judentum. Er hat es getan, noch einmal. Erstens, nicht er hat entschieden, sondern Sa'd. Zweitens, Sa'd hat entschieden gemäß der Tora.
Drittens, es wurden die getötet, die angreifen wollten. Ja. Wenn nun 400 Mann angreifen wollte, ja, da können wir auch nichts dafür, wenn die dann getötet werden. Und etwas Wichtiges, das waren ja Mitbürger, wenn wir jetzt mal mit dem heutigen Jargon reden. Das waren ja Mitbürger Medinas, das waren ja keine Angreifer von außen. Stell dir mal vor, 400 Leute wollen Deutschland angreifen, mitten in Deutschland, Bürger. Gut, Deutschland hat die Todesstrafe abgeschafft, aber zum Beispiel in Amerika, bleiben wir mal in Amerika, okay? Da gibt es die Todesstrafe. Was denkt ihr wohl, wie viele Jahre oder welche Strafmaß diese Leute bekommen? 400 oder 800 Amerikaner sagen so, jetzt, wir holen uns die Waffen, gut, die haben ja sowieso Waffen, jetzt holen wir uns umso mehr Waffen und wir greifen jetzt an gegen Amerika. Glaubt ihr, die Richter in Amerika würden nicht die Todesstrafe verhängen? Wären diese Richter dann blutrünstige Richter? Und Rasul sallallahu alaihi wasallam, nochmal, das waren Mitbürger, gut, es waren Juden, aber trotzdem waren es Mitbürger, sie waren in derselben Stadt oder Land, wenn man das so nennen kann, und sie haben Hochverrat begangen, und zwar nicht nur Hochverrat, indem man Informationen weitergibt, ja, wie Spione. Spionieren ist ja schon schlimm. Aber Spione töten ja normalerweise nicht gut, wenn es ein Agent ist, ja, und so weiter. Aber ich rede jetzt von Spionage, einfach von Informationsvermittlung. Die haben ja nicht nur den Mekkanern die Infos gegeben, wie sie in Medina reinkommen von vorne und dass sie eben von hinten angreifen werden. Nee, sie haben sie auch noch finanziert. Sie haben ihre Kämpfer bewaffnet. Sie waren in Alarmbereitschaft und wollten stürmen. Und deswegen, barakallahu fikum, kann niemand den Propheten sallallahu alaihi wasallam unterwerfen, beziehungsweise, wie nennt man das? Vorwerfen, jazakallahu khairan, vorwerfen, er sei jemand, der einfach so drauf los die Juden getötet hat. Unsere Religion verbietet es, Menschen einfach so drauf los zu töten. Und die Juden lebten in Sicherheit mehrere Jahre unter der Herrschaft des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Das wäre dann die Geschichte von Bani Qurayza. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vereinen mit unserem edlen Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Möge Allah uns mehr Wissen geben über unseren edlen Propheten, dass wir ihn umso mehr lieben. Möge Allah alle Scheinargumente aus unseren Herzen vertreiben gegen unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.